Barcelona naht. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt es sogar keine Zweifel mehr daran. Wie Mundo Deportivo berichtet, ist der Wechsel von Wolfsburgs Top-Torjägerin Eva Pajor zum FC Barcelona fix. Demnach haben die Blaugrana die Ausstiegsklausel der Polin aktiviert und zahlen eine Ablöse von knapp 500.000 Euro an den VfL. Das hatte zuvor auch die WAZ geschrieben. Der VfL Wolfsburg wollte sich am Mittwoch auf Kicker-Anfrage nicht dazu äußern. Pajor wird damit aller Voraussicht nach die fünfte Wölfin, die den Weg nach Barcelona sucht. Zuvor hatten das Elise Bussagia 2017, Caroline Graham Hansen 2019, Ingrid Engen und Fridolina Rolf für jeweils 2021 getan, in allen Fällen ablösefrei. Barcelona braucht genau dieses Profil. Sie gilt auch als mannschaftsdienliche Arbeiterin, freundete sich sogar mit der ungeliebten Flügelposition an, damit Teamkollegin Alexandra Popp ihre Stärken im Sturmzentrum ausspielen kann. In der vergangenen Saison war sie sogar in der Champions League, in der der VfL knapp im Finale scheiterte, beste Torschützin Europas. Endspielgegner damals, der FC Barcelona. Der kann eine echte Nummer 9 durchaus gebrauchen und zahlt deswegen auch eine Vereinsrekordablöse, bisher rund 400.000 Euro für Kira Wolsch. Obwohl die KatalanInnen in der heimischen Liga alles in Grund und Boden spielen, gibt es in deren Kader die klassische Knipserin nach dem Abgang von Azizat Osuala nach Kalifornien nicht mehr. Salma Paraluelo füllt die Lücke gut und weist starke Zahlen auf, hat aber ihre Stärken eher im Halbraum oder auf dem Flügel, wenn sie ihre enorme Geschwindigkeit einsetzen kann. Hier müsste Pajor sich also nicht um ihre Lieblingsposition im Zentrum sorgen. Es ist immer eine Freude, die Begeisterung für den VfL Wolfsburg mit Ihnen.